Ja, dann hat sich gerade die Stimmung so ein bisschen beruhigt. Die Leute sind weniger und weniger geworden. Teilweise sind sie abgegangen, wutentbrannt oder zufrieden. Und ihr wollt gerade weiter diskutieren, als die Tür einmal aufgeschmissen wird und Fiona hineinkommt. Ihr seht, sie hat eine Flasche in der Hand, anscheinend mit einer Flüssigkeit, die sie schon halb ausgetrunken hat, und guckt sie in die Runde. Ja, Lan. Fiona. Warum bin ich hier eingeladen worden? Was ist das hier? Wer sind diese ganzen Leute? Ich stapfe mal auf euch zu. Werte Herren, Damen, das ist Jonas Wandort. Swandot hier! Genau, Jonas Wandort hier, unsere derweilige Geschützmeisterin. Du da, mach mal Platz. Ich würde irgendeinen anpöbeln, der vielleicht nicht ganz so aussieht, als wäre irgendwie zu wichtig. Oder wenn es auch egal. Wirst dich wahrscheinlich zu deinen eigenen Leuten setzen. Ja, aber ist da noch ein Platz frei? Sonst würde ich irgendwen von seinem Platz runter Ja, schubsen. die Da Reihe wird reinsetzen. durchgegeben und auf der anderen Seite, also nach und nach rückt dann der Platz auf und irgendwo auf der anderen Seite steht dann knapp in Frieda auf und stellt sich in die Ecke, weiß nicht genau, was sie tun soll. Ja. Zufriedener Blick, nur einen Schluck aus der Flasche und dann hinsetzen. Nun, mich deucht, dass alle Torvaler so sind wie Hasswolf. Mich deucht, ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Setz mich hin und guck Jalan an. Nun, worum geht's? Wir sprachen gerade darüber, welche göttertreuen Menschen doch bereit sind, uns zu unterstützen. Und? Es lief durchwachsen. Guck mal ein bisschen in die Runde, sieh dann den Zwaffnigeweihten und verbeuge mich vor ihm und Ne, der ist weg, der ist schon ach, weg. der ist weg? Ja. Oh, Entschuldigung. Nicht rumgeholt. Also, genau, schau hier auf die Karte. Ja. Hier dieses ehemalige U, mittlerweile ein O und die Plätze sind teilweise auch schon sehr verlassen. Und die Leute, die du jetzt hier auf dieser Karte siehst, die sind schon gegangen durch die Tür mit einer ja, entweder guten, negativen oder neutralen Meinung und tun dann die Dinge, die ihnen aufgetragen worden sind oder eben nicht. Das heißt, anwesend sind aktuell noch der ja, Zinnober-Laboratoriummeister Piatril Surjelofo. Der leitet also die alchemistische Magierakademie und auf seiner gegenüberliegenden Seite sein Konkurrent arbeitet der Zweite von Bollstedt, der für die profane Alchemistengilde arbeitet, wenn man so mag. Also die sehr geldorientierten. Da bekommt man alles, die sind nicht so sehr auf Forschung hinaus, sondern das, was funktioniert, das wird dann verkauft. In deren Mitte sitzt die Erzwissensbewahrerin, Vorsteherin der Hersindekirche vom gesamten Bornland. Ilscha Krasnakov, die kannst du auch an ihrer Gewandung erkennen. Hier im Norden Janowa Dagonev, sie erinnert dich auch ja, an eine Magierin, wie sie eben so aussehen, grauer Spitz- oder Schlapphut und ein Stock dabei. Sieht eher aus wie so ein Hausdrache, sag ich mal, und guckt dich dann über ihren Zwicker an, schiebt den sich so ein bisschen von der Nase runter, um dich da zu betrachten. Das heißt eine ja, Spektabilität, eine Magierin. Und hier noch zwei Personen, eine Frau in sehr guter Gewandung und ein Mann in weniger guter Gewandung, offensichtlich ein Maraskaner. Guck mal in die Runde, in die noch einen Schluck. Ich möchte gerne den Maraskaner mal ansprechen. Beziehungsweise erst möchte ich ihn mir anschauen. Hat er irgendwelche Art von Markierungen, Rangabzeichen, Wappen, Banner, Fahnen bei sich oder an sich? Er hat, du kannst vor ihm auf dem Tisch ein ja, Dreispitz erkennen. Das ist ein Kapitän. Kapitän, Arian war euer Name? Larigia. Larigian, ah, Maraskane. Bruderschwester. Ich verstehe nicht ganz, warum ihr hier seid. Oder wer ihr seid, darum ihr hier seid. Ich habe noch nicht von mir gehört. Nun, meine Taten sind nun noch weiter klingend als die von Ragnar Drachentöter. Das ist Quatsch. Habt ihr denn einen Drachen getötet? Ich habe verschiedene andere Dinge getan, die glänzen. Nun, ich bin Vorsitzender oder einer der Vorsitzenden des Kapitänsrats und vertrete diese. Das heißt, ich bin für einige Schiffe hier im Bornland zuständig, für die Verwaltung am Hafen und für den Kontakt mit Maraskan.
von neben ihm, aber er ist ein Schmuggler. Schmuggler. Ist es wirklich Schmuggel, wenn man nach Maraskan fährt? Schließlich können wir wohl kaum deren Gesetze anerkennen. Ich könnte auch meinen, dass wir etwas von Maraskan weggeschmuggelt haben. Naja. Aber es klingt eigentlich ganz gut, wenn ihr hier im Rat der Kapitäne seid. Diese Eichen, müsst ihr wissen, sie sind keine normalen Schiffe, sie leben und sie wachsen. Sie müssen sich ernähren und Schiffe fressen. Wir hatten überlegt, eine andere Eiche zu fressen, aber bisher gibt es wohl wenige, die kleiner sind. Wir hatten überlegt, mit Piratenschiffen anzufangen, oder? Schiffwracks, ich weiß nicht. Gibt es so etwas hier im Bornland, ein Schiffsfriedhof, wo man eine Arche vielleicht notdürftig ernähren könnte? Vielleicht sollten wir erst einmal darüber nachdenken, ob es überhaupt gut ist, den Holzdämon mit mehr Holz zu füttern. Also falls wir dieses Schiff behalten, dann sollten wir ja auch dafür sorgen, dass es das mächtigste dieser Art ist. Denn wenn wir dieses Wesen zur Bekämpfung anderer der gleichen Art benutzen, dann sollte es dementsprechend stark sein. Nein. Wir sollten erst einmal ausreichend Erkenntnisse über dieses Schiff sammeln, bevor wir es mächtiger machen. Darum kümmert sich ja die Spektrabilität, wenn ich das richtig verstanden habe. Man nickt noch einmal der Dagonef zu. Ich selber besitze keine magischen Kräfte, um so etwas zu erkennen. Man muss Magie im Spiel sein, um neues Wissen zu erlangen. Milota, wie wollt ihr sonst? Milota Zirkewitz äußert sich einmal, die Vorsteherin der Nordlandbank. Wir haben einige Schiffe, die hier im Hafen sind und abgewrackt werden, aber ich werde nicht zulassen, dass eine solche Arche in den Hafen einfährt. Ganz sicher nicht. Schreibt man auf meinen Zettel, den ich hier habe, 500 und ein Fragezeichen daneben. Nein, unter gar keinen Umständen. Unabhängig davon, dass ihr die Schiffe vorher erwerben müsst, meinetwegen gerne auch von mir, und ich werde euch dann einen sehr guten Preis dafür machen, dass ihr diese Schiffe dann benutzen könnt. Meinetwegen auch zur Fütterung. Mit Verlaub, aber wo wir hingehen und wo nicht, ist nicht euer Belang und nicht eures zu bestimmen. Wenn ihr in den Festumer Hafen einfahrt, werde ich euch zerschießen. Das Aussehen der Arche ist, da kann man wenig drüber diskutieren, schon ziemlich furchteinflößend. Ich glaube, wir sollten den armen, hungernden Menschen dieser Stadt nicht noch mehr Angst einflößen. Und ich gedachte eigentlich, dass es sich doch vortrefflich organisieren ließe, die armen, hungernden Menschen dieser Stadt mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wenn man sich schon ungehindert durch die blutige See bewegen kann. Aber die gute Frau hier scheint dies wohl anders zu sehen. Krasnakov äußert sich. Hier sind die Kirche. Nun, auf ehemals war die Goldkammer bzw. das Getreidelager nicht nur des Mittelreichs, sondern auch des Bornlands Aranien. Und selbstverständlich schaffen es einige Schiffe auch nach Aranien, aber da dies mittlerweile zum großen Teil Oron ist, werden wir auch von dort kein Getreide bekommen. Wir müssen also noch weiter in Richtung Süden, und da Talusa ebenso nicht anzusteuern ist und wir den Kontakt mit den Selimiten nicht so sehr schätzen, ist die einzige Alternative Alanfa. Perikum ist verarmt, Beilung ist abgeschnitten, Ilsur ist abgeschnitten. Es gibt sonst quasi keine Häfen, die man anlaufen kann. Außer man fährt natürlich den Zipfel noch weiter um die Südspitze herum, aber das ergibt nun gar keinen Sinn, weil dann wären die Transportkosten wieder mal zu teuer und dann, nun, das, was wir versuchen zu bekommen, läuft dann überall an, aber die Strecke selbst ist ebenso sehr weit. Ich sagte nicht, dass man es aus freundlichen Häfen holen oder freundlich darum bitten muss. Ihr plant einen Angriff auf eine Stadt? Stadt, Flottendepot. Was sich auftreiben lässt. Kapitän, Herr Vorderbauer, vielleicht könntet ihr uns darüber aufklären, welche von euren Routen besonders gefährdet sind durch Übergriffe, durch Piraten oder dergleichen. Wir könnten
wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Arche mit Holz versorgen und hier den Nachschub für Festung und das Bornland wieder sicherstellen. Mein Schiff, die Sira Asdunkel, operiert heimlich, wenn man den Gerüchten glauben mag. Allerdings, dass man mir Schmuggel unterstellt oder Kontakt mit den Rebellen, ist doch etwas übertrieben. Ich umgehe andere Schiffe. Wenn ich sie sehe, dann drehe ich ab. Ich suche nicht den Kontakt, nicht vermeiden. Und eine Strategie, die wir sicherlich dann aber benutzen werden. Aber mit euren Kontakten zum Rat der Kapitäne habt ihr ja sicherlich Informationen darüber, wo besonders viele Piraten unterwegs sind. An der gesamten xiranischen Küste. Gerade dort. Unzählige. Und wenn ich sage unzählige, dann meine ich quasi jedes Dorf. Bis ungefähr 30 Meilen landeinwärts. Ich weiß nicht, wie er das tut und Schiffe, die sich zu sehr an der Tobrischen See orientieren und nicht auf die Hochsee fahren, die werden einfach gekapert und in den Hafen von Mendena eingelagert, mit weiteren Piraten ausgestattet und wir werden sehen, was sich daran machen lässt. Dein Unterton gefällt mir, Jalan. Es ist so, als wenn wir mit dem Finger auf eine blaue Karte zeigen könnten und wir können uns sicher sein, dass dort Piraten sind. Das klingt gar so nicht, oder? Nicht gibt schön, es denn jetzt schon einfach konkrete Absprachen eigentlich? Ich meine, was die Jalan rüber? Sitzt ihr jetzt hier seit Stunden und setzt sich einfach nur die Hintern platt, oder? Wir gebieten der Höflichkeit den notwendigen Respekt. Ja, ja, sowas lag mir noch nie. Also? Dachte ich mir. Wenn ihr allerdings etwas braucht, sind die Herren Stadträte sicherlich gewillt, euch anzuhören. Eine Bezahlung wäre gut. So auch für die letzte Zeit. Ich meine, haben wir nicht alle unser Leben riskiert da in diesem Ding? Gold soll kein Problem sein. Sagt wer? Sagt Ragnar. Guckt's Sag Ragnar. Ich. Ich bin übrigens neuer Schatzmeister und Schiffskoch. Wir haben, ich und mein neuer Hilfsmutje und Hilfsschatzmeister Lubdil haben eine Schatzkammer entdeckt. Das Vermögen gehört natürlich dem Reich. Arvid der Zweite hält einen neuen Zettel hoch, 100.000. Wer, Arvid? Arvid, ja. Aber das Zeug ist irgendwie verflucht, ich meine, das war auf einer verdammten Dämonenarche, oder nicht? Ich meine, das können wir doch nicht einfach ausgeben. So wie ich das verstehe, wird es wahrscheinlich Blutgold sein. Das heißt, irgendwelchen armen Seelen, irgendwelchen Schiffen, die nun wahrscheinlich am Grunde der blutigen See vermodern, verschimmeln, denen wurde dieses Gold entrissen höchstwahrscheinlich, beziehungsweise was auch immer dort drauf war, dann zu Gold gemacht. Das ist zumindest meine Vermutung. Macht's auch nicht besser. Und kurz bevor ihr gekommen seid, war auch noch der Vertreter des Trenners von Recht und Unrecht anwesend und die Forderung war recht eindeutig. Jeder, der auf der Arche mitdienen möchte, muss darüber informiert werden, dass er seine Seele verwirkt, dass er aus freiwilligen Stücken dort ist und dass er keine Bezahlung empfängt. Was seine Gnaden meint, ist, dass seine Seele in Gefahr sein könnte, nicht, dass er sie verwirkt. Das wäre eine reichlich seltsame Arche sonst. Also meiner Meinung nach sollten wir sie aber trotzdem bezahlen, sonst werden wir niemanden finden, der mitkommen will. Das heißt, wir bekommen auch keine. Ich dachte, Gold spielt keine Rolle. Verstehe ich. Wenn ihr etwas braucht, lässt es sich bezahlen. Das klingt irgendwie sehr schwammig. Ich erwarte von euch, dass ihr nicht rausgeht und 14.000 Dukaten für Nippes ausgibt. 14.000 Dukaten? Abgesehen davon, 500. Dass ich gar nicht wüsste, was ich mir damit alles kaufen sollte mit so viel Geld, hatte ich das auch nicht vor.
geht eher um den Aufbau von da, wo ich herkomme. Ich dachte, da, wo ihr herkommt, bezahlt man euch nicht. Ihr fahrt alle auf dem Schiff und teilt euch euren Gewinn. Zumindest sagt Ragnar das mal. Und wer ist ein Captain? Etwa ihr immer noch? Ich habe den Hut, nicht wahr? Ja. Bevor ihr weiter miteinander diskutiert, ich möchte euch nicht verärgern, Jalan. Greifenmund vom Schnattermoor. Ihr seid euch sicher, dass ihr keine Prozente an der Arche vertreibt? Ich bin mir sicher. Gut. Ich handle nicht. Dann ein anderes Geschäft, was ich euch vorschlagen kann. Ich gebe euch eine meiner leerstehenden Lagerhallen und einen festen Ankerplatz. Der ist allerdings nicht für die Arche. Wenn ihr irgendwann rechtschaffende Schiffer, Kapitäne seid mit einem normalen Boot, Schiff, dann könnt ihr dort anlegen. Ihr könnt auch Waren von dort aus verschiffen. Das Kontor muss allerdings noch hergerichtet werden. Ich würde es euch überlassen. Falls ihr Plündergut erwerbt, dann bin ich gewillt, dieses euch abzunehmen und zu einem guten Preis nun zu vertreiben. Sagt jetzt wieder der Arbeit? Milota Zirkewitz, Nordland. Ah, okay. Ihr meint also, falls wir zufällig in den Besitz von größeren Mengen beschlagnahmter Waren kommen? Nun, teilweise kann man nicht klären, wem einige Handelsgüter gehören. Und wenn das der Fall ist, dann wäre ich nun bereit, diese zu vertreiben. Sollte es natürlich etwas mit Prägung sein, sagen wir, sie wedelt so ein bisschen mit der Hand in der Luft herum, geprägte Felle von einem Händler aus dem Bornland zum Beispiel, dann kann ich so etwas natürlich nicht vertreiben. Das wäre Hehlerei und damit wird sich die Nordlandbank ganz sicher nicht abgeben. Aber sollte es sich dabei um andere Schätze der Schwarzen Lande handeln, die dann transportiert werden, so sind sie nach meiner Auffassung in keinem rechtsstaatlichen Eigentum, sodass ich sie dann vertreiben könnte. Hat von euch jemand was dazu zu sagen? Nee. Ragnar, macht einmal ganz kurz den Mund auf, als wollte er irgendwas sagen, schließt den Mund dann aber wieder und schüttelt den Kopf. Besser als die Dinge zu vernichten, die wir dem Piratenpack abnehmen, oder? Über die Rechtschaffenheit des Für und Wider muss gar nicht lange diskutiert werden. Sobald die Dinge einmal beschlagnahmt sind, dienen sie der Finanzierung der Kriegsbemühungen. Euer Wohlgeboren McAaron, ihr wolltet etwas sagen? Nun, die Ansicht sagt mir sehr zu. Na gut, welchen? Ein Schiff kann ich euch wie gesagt nicht geben, die Abgewrackten könnte ich euch verkaufen. Das Kontor kann ich euch so überlassen, beziehungsweise das Lagerhaus, aber es ist in keinem guten Zustand. Das wäre mein Angebot. Nun, wie gesagt, wenn ihr euch an der Finanzierung der Kriegsbemühungen beteiligen möchtet, auf welchem Wege auch immer, sind wir natürlich sicherlich dankbar. Also gut. Das Haus Zirkewitz steht natürlich zu ihren Verträgen, die sie aushandeln. Euch ist hoffentlich bewusst, dass es eine Ausschreibung für eine Arche jeglicher Größe gibt, oder? Man hat mich unterrichtet. Die Steckbriefe sollten meines Wissens im gesamten Land hängen. Richtig. Wie viele Meter misst denn euer Werkzeug? Ich verstehe nicht, wieso das relevant ist. Die Größe. In Steckbriefen steht, dass die Arche so und so lang sein muss, damit man diesen und jenen Betrag erhält. Ganz generell eine grobe Abschätzung von, es geht um die Größe, damit ich weiß, von was für einem Monster wir hier sprechen. Man schaut ja einmal an und meint, 5 Dutzend Schritt werden das sein. 5 Dutzend? Beachtlich. Und auf seine der Kleinen. Auch wenn es theoretisch noch kleinere geben müsste, diese Archen werden wohl geboren. Keine Ahnung, welche Größe sie dabei haben.
Also gut, ich habe euch mein Angebot unterbreitet. Wenn ihr noch etwas braucht, dann kommt zu mir, entweder, ja, kommt in die Nordlandbank. Ich kann euch auch ein kostenloses Konto geben, ein Gemeinschaftskonto oder so etwas für eure kleine Truppe. Ihr könnt dafür walten, wie ihr mögt, und wenn ihr Schätze hier im Bornland der Last bekommt, ihr einen Wechselschein von mir, den ihr dann auch in beispielsweise Kuntium einlösen könnt, dann müsst ihr nicht mit den schweren Schätzen über die blutige See in der Gefahr aussetzen, dass ihr überfallen werdet oder so etwas. Sollte der Wechselschein allerdings auch verloren gehen, dann können wir nichts für euch tun. Geldwechsler. Ja, sie erhebt sich, hat wohl nichts weiter zu sagen und geht. Herr von Bollstedt. Ja? Wie es sich herausstellte, hatten wir einen Gelehrten an Bord der Arche vor einigen Tagen. Einem Tag, wenn ich mich nicht recht irre. Der wohl sehr fasziniert von der Vielfalt der Käfer war, die sich dort herumtrieben. Und wenn es euch beliebt, könnt ihr auch einen eurer Alchemisten vorbeischicken, der dauerhaft an Bord verbleibt. Wird sich sicherlich über die Gelegenheit freuen, einige Untersuchungen durchzuführen. Das wird er bestimmt. Gibt es denn Laboratorien an Bord? Frage. Ein Laboratorium? Natürlich. Der Alchemist Jasper, der Wandler, hatte doch eins in seinem Zimmer. Brindigian hat das Zimmer bereits bezogen und ich denke, wir können es einer größeren Gruppe von Menschen zugänglich machen. Noch etwas? Schmiede? Eine Holzwerkstatt? Habt ihr eine Schmiede an Bord? Ich denke nicht, zumindest nicht von dem, was ich gesehen habe, aber... Wir könnten allerdings einen Raum für eine Schmiede hinkriegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man schaut mal Fragen zu Aphadarios. Ich weiß nicht, was seine Gnade... Ich glaube nicht, Ragnar, wohl kaum. Nicht? Schlimm genug, was du da in der Küche anstellst. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Was eine Werkbank angeht, auf einem Schiff, das sollte kein Problem sein. Also gut, wenn ihr für meine Sicherheit garantieren könnt, dann werde ich meine Sachen packen und selber aufbrechen. Ja, persönlich. Nun, ich muss euch im Sinne der Freiheitskirche natürlich darüber informieren, dass ihr euer Seelenheil aufs Spiel setzen könntet. Das habe ich gehört. Nur um die Form zu wahren. Daraus solltet ihr schließen können, dass wir nicht vollständig eure Sicherheit garantieren können. Er nickt. Und geht ab. Aber, wo wir doch gerade von Jasper dem Wandler sprachen, eure Gelehrtheit, darf ich kurz fragen, wie die Untersuchungen stehen? Jasper. Wir haben ihn untersucht auf sämtliche dämonischen Male, auf eine Verderbtheit der Seele, aber konnten bis zum aktuellen Zeitpunkt der Untersuchungen noch nichts feststellen. Er verweigert jegliche Aussage. Behauptet allerdings ganz am Anfang, dass er nichts damit zu tun hat und gezwungen wurde, für sie zu arbeiten. Wir werden ihn vor die Gerichtsbarkeit der Grauen Gilde stellen und ein Gericht wird dann klären, wie mit ihm zu verfahren ist. Seine Seele ist allerdings laut unseres Wissens nicht befleckt. Er mit uns war. Meistens die letzten 24 Stunden hat er sich als äußerst nützlich und kooperativ gezeigt. Bitte vergesst das nicht. Wie ich bereits sagte, möchte ich doch gern bei seiner Verhandlung zugegen sein. Wie lange wird es denn dauern, bis es zu einer Verhandlung kommt? Ich schätze in 2 Tagen. Wir haben einige aus verschiedenen Orten im Bornland bestellt, die dann hierher kommen.
Und selbstverständlich wird nicht die gesamte graue Gilde zugegen sein. Zwei Tage. Und dann können wir noch einige Besorgungen machen und dann hoffentlich bald wieder zur Arche zurückkehren. Gut. Hat noch jemand etwas zu sagen? Und wenn ihr eine Aussage tätigen wollt, könnt ihr dies auch schriftlich festhalten und unterschreiben. Auch dieses wäre möglich. Ist zur Kenntnis genommen. Ich ziehe es aber vor, persönlich zugegen zu sein. Also gut. Ja, dann, ich denke, wir haben ein paar Sachen, die wir vielleicht noch so unter uns klären sollten und die ganzen Leute, die hier sitzen und die ich nicht kenne. Aber habt ihr schon geklärt, was mit Bewaffnung ist und so? Wir werden wohl welche kaufen müssen. Vielleicht nicht unbedingt bei Störrebrand. Störrebrand. Entschuldigt mich, meine Freunde. Ich will noch ein paar Worte mit dem Kapitän wechseln. Dann gehe ich dem Kapitän Lisa Larigian hinterher. Larigian. Ja, Bruder, Schwester, was kann ich für dich tun? Ja, Kapitän. Ich wollte mich erkundigen, welche Routen fahrt ihr denn zurzeit so unerkannt? Wo besorgt ihr die ach so wichtigen Lebensmittel für die Stadt? Ich besorge keine Lebensmittel. Ich versorge Maraskan. Die Einschätzung war nicht ganz gelogen, möchte ich sagen, aber ich unterstütze den Widerstand in Sinoda. Mit Waffen. Mhm. Und Waffen gibt es hier im Bornland wohl genug? Nun, was ist an uns fehlt es eher an den Menschen, die sie tragen können. Mhm. Ich meine, habt ihr euch draußen einmal umgesehen, oder Schwester? Die Leichen, die dort herumliegen, die von Goblins abgeholt werden. Uns fehlt es nicht an Waffen, uns fehlt es an Menschen. Überall fehlt es an Menschen. Also, wenn wir euch mit irgendwelchen Informationen helfen könnten, oder ihr uns, würden wir uns sehr freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Der Rat der Kapitäne, nun, wahrscheinlich kennt sich niemand besser aus, wie man hier in den Gewässern der blutigen See unterwegs ist. Nun, wir haben einige Karten angefertigt. Die sind natürlich ausgestellt und können von euch eingesehen werden. Wir können ebenso Kopien anfertigen mit beliebiger Qualität. Allerdings müsstet ihr diese auch bezahlen, oder Schwester, wie jeder andere auch. Ich werde mit unserem Schatzmeister reden. Die Karten. Hat der Rat der Kapitäne so etwas wie eine Unterbringung hier im Hafen? Selbstverständlich. Und dann werde ich dort einmal nachher vorbeikommen. Ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen, Kapitän. Der Vertraus streckt ihm die Hand hin. Ja, grüßt dich dann auch, beziehungsweise hält dir auch die Hand hin. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester. Genau. Gehabt euch wohl. Ja, was möchte Fiona drin mit den anderen reden? Ja. Wollt ihr zurückziehen? Also, wenn ihr nichts mehr besprechen habt, dann könnt ihr auch... Ich habe nichts mehr von den anwesenden Herrschaften zu erwarten. Ja, alles klar. Dann bekommt ihr hier im Rathaus auch einen kleinen eigenen Raum, Zimmer, wo ihr euch dann unterhalten könnt in der Wärme mit Teppich und Tisch. Wird dann teilweise auch noch frisches Wasser hingestellt. Ein paar Kekse oder sowas. Ja, da könnt ihr euch dann unterhalten.